verdammt! Und wieder einmal bin ich wegen Cedric im Gefängnis gelandet. So ein Mist! Ha, na warte, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich mich rächen werde. Und zwar fürchterlich! Hey, wer bist du denn? Seit wann bekomme ich geteilte Zellen? Ah, Iron Skull. Sehr schön, angenehm, dich kennenzulernen. Was? Wer zum Kuckuck bist du denn jetzt? Eine Sekunde, ganz kurz. So, jetzt bin ich fertig. Darf ich mich vorstellen? Ich bin die allseits bekannte grüne Giraffe. Giraffen sind aber nicht grün. Hat jemand nach deiner unqualifizierten Meinung gefragt? Nein. Ich habe gefragt. Halt die Klappe, Fred. Ich kann dir das einmalige Angebot machen, Cedric beiseite zu schaffen. Dafür müssen wir ihn nur in einen riesengroßen Eisblock verwandeln. Okay, da wäre ich dabei. Super, gut, dass wir das geklärt haben. Dann lass uns mal geschwind aus diesem hässlichen Gefängnis entkommen. Abfahrt. Ein Notruf, Leute, ich muss sofort zum geheimen Bunker. Oh, hoppala, oh, hoppala. Oh Mann, ich wollte eigentlich nicht gegen das Ding fahren, aber egal. Leute, ich habe einen Notruf bekommen, dass hier irgendwas Wichtiges passiert sein muss. Irgendjemand wird hier wohl festgehalten in diesem verlassenen Gebäude. Und wir müssen auf jeden Fall mal reingehen. Mach dir keine Sorgen, ich komme. Wuhu. Hier scheint aber irgendwie niemand zu sein. Moment mal, was? Cedric, du bist auf unsere ganz, ganz simple und gewiefte Falle reingefallen. Was? Eine ganz simple Falle? Also, war hier überhaupt kein Notruf? Das wart ihr? Natürlich war hier kein Notruf, du Trottel. Wir haben dich in dieses Gebäude eingesperrt und du wirst nie wieder rauskommen. Naja, er kann schon rauskommen. Im Grunde genommen kann er einfach diese Knöpfe da unten alle drücken und dann wird er schon rauskommen. Erzähl ihm doch nicht so viel, Mann. Oh, Verzeihung. Aha, okay. Ich mache mir total die Sorgen. Ich werde safe nie wieder hier rauskommen. Oh mein Gott, ihr seid viel zu intelligent für mich. Siehst du, ich bin hier der Intelligenteste. Nein, ich bin es. Nein, bist du nicht. Du hast ihm gerade verraten, dass er, wenn er unten auf die Knöpfe drückt, wieder raus kann. Du hast es gerade nochmal gesagt. Oh Mist. Egal, lass uns einfach gehen. Alles klar, ihr beiden. Na dann, tschüss. Oh Mann, die sind wirklich doof. Ich frag mich, wie sie eigentlich nochmal aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Aber das ist mir völlig egal, wie sie ausgebrochen sind, denn ich werde sie definitiv wieder heimbringen. So, nehmen wir uns auf jeden Fall mal eine Waffe mit, glaube ich, das ist ziemlich intelligent. Und Leute, ein paar Knöpfe drücken hier unten. Was sollen wir denn hier für Knöpfe drücken? Ich bin mir gar nicht so sicher. Was ist das denn für ein komischer Computer? Naja, hier sind auf jeden Fall eine Menge Knöpfe. Ich drücke einfach mal ein paar durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... was sind das für komische Maschinen und was genau machen die eigentlich? Was passiert hier? Dieser Idiot, das hat ja wirklich geklappt. Das hätte ich einem Typen, der sich grüne Giraffe nennt, obwohl Giraffen eigentlich gelb und braun sind, niemals zugetraut. Auf jeden Fall. Alter, diese Lache ist ja fast noch gruseliger als meine. Naja, egal. Jetzt, wo er ein auf ewig eingefrorener Eiszapfen ist, können wir jetzt die ganze Macht in Brookhaven an uns reißen. Na dann, lass uns ein wenig Spaß haben. Oh nein, hast du das gesehen? Da sind die Soldaten. Sie suchen nach uns. Oh Mann, sie dürfen uns auf gar keinen Fall finden. Wenn sie uns finden, ist die ganze Revolution für die Katze. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind diese Göhren hin? Ich weiß es nicht. Ich sehe keine Göhren. Ich sehe nur diese ganz kleinen zwei Zwillinge da hinten. Was? Die kleinen Zwillinge da hinten? Die interessieren uns nicht. Wir suchen nach... Warte mal, das sind sie doch, du Idiot! Ach so, ja, dann sollten wir sie auf jeden Fall fangen. Los, schnapp sie dir! Hopp, hopp! Mist, sie haben uns gesehen! Los, schnell weg hier! Achtung, guck mal, da hinten ist das seit Jahrhunderten verlassene Militärhaus. Hier können wir uns sicher irgendwo verstecken. Oh mein Gott, dieses Gebäude ist so alt. Aber es wird sicher gute Verstecke geben. Oh Mann, ist das gruselig hier. Vielleicht irgendwo da unten. Los, lass uns runtergehen. Ich glaube, hier hinten gibt es sicher ein richtig gutes Versteck. Und wow! Alter, was ist das denn für ein gruseliger Typ? Der sieht aus, als würde er schon seit Jahrhunderten hier sein. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist ein Computer, ein ganz alter. Sollen wir mal gucken, ob da irgendwas steht? Oh Gott, du hast tatsächlich recht. Das Ganze ist eine Vereisungsmaschine. Und der Mann da drin ist schon seit 100 Jahren da drin. Was? Oh mein Gott. Kannst du ihn irgendwie befreien? Ja, das ist ganz einfach. Diese Technik ist schon mega, mega alt. So. Und zack, kein Problem. Um Gottes Willen, was passiert denn jetzt mit ihm? Es ist so kalt. Habt ihr beiden eine Jacke für mich? Was? Eine Jacke? Nein, leider nicht. Na gut, ist nicht so schlimm. Mir ist mittlerweile schon gar nicht mehr so kalt. Oh Mann, wo bin ich hier eigentlich? Oh, ich erinnere mich, die Falle von Iron Skull und dem grünen Känguru. Ich weiß gar nicht mehr, was genau es war. Und wer seid ihr beide? Hat er euch auch gefangen? Was? Redest du etwa von Iron Skull und der grünen Giraffe? Ja, genau, von denen rede ich. Wo sind sie? Ich muss sie fassen. Ich glaube, an die wirst du nicht so einfach rankommen. Das sind schon seit
ungefähr 100 Jahren die Herrscher von ganz Brookhaven. Und jeder, der ihnen auch nur zu nahe kommt, wird von ihnen komplett fertig gemacht. Was? Wie? Welches Jahr haben wir denn gerade? Naja, wir haben das Jahr 2122. Na, dann ist ja alles noch normal. Moment mal, was? Sagte die gerade 2122? Ja, ganz genau. Oh mein Gott, was? Das heißt, ich war seit 100 Jahren schon eingefroren. Dieses Haus ist seit Jahrhunderten verlassen. Also können Sie sich ja nicht hier verstecken, oder? Doch, natürlich können Sie sich hier verstecken. Und Sie werden sich hier verstecken. Ich rieche Sie schon. Los, lass uns das Gebäude absuchen. Alles klar, dann lass uns reingehen. Hi-ya! Ah, oh Gott, Sie kommen uns holen. Was? Wer kommt euch holen? Die gemeinen Soldaten von dem grünen Känguru. Ich meine, der grünen Giraffe. Und Iron Skull. Was? Okay, ich bin so bereit wie noch nie. Die werden wir fertig machen. Los geht's. Keine Sorge, ihr beiden. Die werden wir sowas von fertig machen. Okay, das hier scheint ein Gebäude zu sein mit mehreren Stockwerken. Ich werde nach oben gehen und du wirst nach unten gehen, okay? Alles klar. Meiner Intelligenz wird keiner entkommen. Gut, wir sehen uns gleich. Und los geht's. Und wappa! Das war doch viel zu einfach. Oh Mann, ich hab's immer noch drauf. Oh, das, obwohl ich 120 Jahre alt bin. Was war das denn? Alter, das war richtig cool. Dankeschön. Du hast uns alle gerettet. Aber die andere ist auch noch da. Schnell, du musst deine Klamotten nehmen. Was? Wieso das denn? Na, um dich als einer von ihnen zu verkleiden. Oh, das ist eine wirklich gute Idee. So, mein Freund, wir springen einmal ganz kurz hier runter. Whoops. So, und zack. Oh Mann, ich sehe ja wirklich cool aus. Ich sehe aus wie so ein futuristischer Soldat oder so. Das sieht absolut großartig aus. Du siehst wirklich so aus wie einer von ihnen. Aber was hast du denn eigentlich mit dem Soldaten gemacht? Ach, mit dem, mit dem ist alles in bester Ordnung. gut, ihr bleibt auf jeden Fall hier. Ich hole euch gleich, sobald die Luft rein ist. Ich muss ganz kurz hoch und mit dieser anderen da sprechen. So, warte, wo ist die? Oh, Alter, yo, da bist du auf jeden Fall schon. Hallo. Hey, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe das oben viel schneller durchgesucht. Was? Also, ich habe sehr gründlich gesucht, aber ich habe leider nichts gefunden. Da unten ist definitiv niemand. Ach, Mist, dann haben wir sie verloren. Egal, irgendwann werden sie wieder auftauchen und wir werden sie erwischen. Was? Ja, genau. Was haben sie eigentlich nochmal gemacht? Mein Gott, ey, du bist immer noch so doof wie davor. Sie haben, um Iron Skull zu ärgern, die gesamte Pringles-Lieferung geklaut. Was? Dafür sollte man ihnen auf Knien danken? Ich meine, haben sie verdient, auf jeden Fall. Na gut, dann lass uns doch mal zurück zur Basis fahren, oder? Ja, genau, wir müssen Iron Skull von der schlechten Nachricht berichten. Okay, super, dann geh du mal vor und ich guck mich doch einmal ganz genau um, ja? Damit ich mir sicher sein kann. Alles klar, ich warte im Auto. Okay, gut, bis dann. Oh Mann, schnell den beiden Bescheid sagen, wo seid ihr denn? Hey Leute, die Luft ist rein. Was macht denn ihr da? Wir hacken kurz die Eismaschine. Vielleicht können wir sie als Waffe benutzen. Gute Idee. Macht mal weiter mit dem, was ihr da so macht. Hey, was soll das denn? Du hast meine Klamotten geklaut. Habe ich das? Das habe ich ganz bestimmt nicht. Vielleicht hast du es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wo sind meine Klamotten? Ich kann dir zeigen, wo deine Klamotten sind. Hier, guck mal ganz kurz. Stell dich einfach genau da hin. Und da sollten auf jeden Fall irgendwo deine Klamotten sein. Was? Wo soll denn hier meine Klamotten sein? Mein Gott, das Ding macht wirklich Spaß. Das habt ihr wirklich großartig gemacht, Mädels. Okay. Na gut. Ich würde dann sagen, dann gehe ich ganz schnell und fahre mit dieser komischen Frau mit oder sowas. Oh Mann. Ich bin wirklich gespannt, was hier passiert. Jo, was? Wie? Alter, das sieht wirklich gar nicht mehr aus wie Brookhaven vor 100 Jahren. Eieiei, was ist denn hier alles passiert? Oh Mann, es ist alles so voller Licht und voller Hochhäuser und voller irgendwas anderen und voller irgendwelchen Autos und so weiter. Was? Wovon redest du denn? Ach, gar nichts. Das ist das Normalste der Welt, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Lass uns einfach zurück in die Basis fahren, okay? Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Oh Mann, Leute, das ist ja wirklich abgefahren. Mein Gott, so habe ich Brookhaven wirklich noch gar nicht erlebt. Na schön, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz rein, oder? Ist das hier etwa die Basis von dem großen... Okay, ich fahre hier einfach mal. Mal schauen, ob wir irgendwas sehen werden. Und zwar... Iron Skull. Hallo, meine treuen Untergebenen. Hallo, eure Altehrwürdigkeit. Ich bin nicht alt. Ich bin schon seit 100 Jahren der Herrscher von ganz Brookhaven. Das ist sehr jung. Wie sieht es aus mit der Operation Pringles? Nun, es sieht leider so aus, dass die Mädchen entkommen sind. Wir haben es nicht geschafft, sie zu fassen. Was? Da
Das ist eine Unverschämtheit! Diese Menschen dürfen nicht unbestraft davonkommen! Dir werde ich es noch zeigen, was es heißt, meine Befehle zu missachten! Aua, ja, das habe ich wohl verdient. Bleib bloß da liegen. Und du da hinten, du kannst noch ganz kurz warten. Ich muss mich kurz erholen. Meine alten Knochen sind nicht mehr so belastbar wie früher. Deine Knochen sind also nicht mehr so belastbar wie früher. Aber weißt du, wessen Knochen immer noch sehr belastbar sind, weil sie 100 Jahre lang mariniert wurden? Was, 100 Jahre lang mariniert? Was meinst du? Du bist es. Ganz recht, Iron Skull. Ich bin es. Cedric! Oh nein, wie hast du es geschafft, dich zu befreien? Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sei ruhig da unten. Das grüne Känguru, Giraffe, hat dich doch für ewig ins Eis gesperrt. Wie konntest du dich befreien? Nun, ich hatte Hilfe von zwei kleinen Mädchen, die Pringles geklaut haben, wofür sie den totalen Dank verdienen. Was? Sie haben die ganze Pringles-Lieferung komplett vernichtet? Okay, bist du bereit für den Showdown, für den krassesten Kampf, den die Menschen jemals erlebt haben, für alles, was jemals stehen wird in der Welt und des Guten und Bösen und des Bösen und Guten und, Was ist mit dir denn los? Oh, stimmt, der Typ ist ja natürlich über 100 Jahre alt. Ja gut, hab ich gesagt, egal, dann ist das auf jeden Fall trotzdem ein bisschen einfacher gewesen, aber wir sind jetzt im Zukunftsbookhaven, Leute, und können die Folge jetzt auf jeden Fall erstmal beenden. Das war's mit der heutigen Folge Roblox Bookhaven. Lasst einen Daumen nach oben und ab auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!